Liebe Geschwister, liebe Freunde, kennt ihr das Buch, das Jesus liebte? In den kommenden 3 Monaten haben wir die außergewöhnliche Chance, das Buch 5. Mose im Rahmen der Sabbatschule zu studieren. Und ich möchte euch persönlich aus der tiefsten Kammer meines Herzens es ans Herz legen, über das Sabbatschulheft hinaus euch mit diesem Buch genauer zu beschäftigen. Vor etwa 7 Jahren habe ich zum ersten Mal angefangen, 5. Mose zu studieren, und es ist mir bewusst geworden, dass dieses Buch gegenwärtigste Wahrheit für unsere Zeit ist. Dieses Buch löste die größte Erweckung und Reformation in der gesamten israelitischen Königsgeschichte aus. Jesus hat in der Wüste den Satan 3-mal mit diesem Buch besiegt. Als Jesus einmal gefragt worden ist, welches Gebot das größte im Alten Testament ist, hat er ohne zu zögern auf 5. Mose, auf eine Stelle in 5. Mose verwiesen. Als Paulus im Römerbrief, in Römer 10, Gerechtigkeit aus dem Gesetz und Gerechtigkeit aus dem Glauben kontrastierte, erklärt er Gerechtigkeit aus dem Glauben ausgerechnet mit 5. Mose, einem Buch, das wir so oft mit dem Gesetz assoziieren. Als Nehemia davon hörte, dass ein Werk, das seit Jahrzehnten nicht vorwärts ging, sich auf 5. Mose und die Verheißungen dort berief, war es in wenigen Wochen vollendet. Ich glaube, das Buch 5. Mose spielt eine überragende Rolle darin, das Volk Gottes auf das himmlische Kanaan vorzubereiten, so wie es damals eine Rolle, die entscheidende Schlüsselrolle spielte, eine Generation von Israeliten, die eigentlich nicht viel besser waren als die erste Generation, die auch immer wieder abgefallen waren, so in ihrem Charakter zu transformieren, dass sie das gelobte Land sehen konnten. Ich möchte euch einladen, dass ihr euch Zeit nehmt, dieses Buch persönlich zu studieren. Und deswegen wünsche ich mir, dass im Jahre 2021, in den kommenden 3 Monaten, ganz viele Menschen sich zu Hause jeden Tag hinsetzen, 5. Mose aufschlagen, vielleicht etwas zum Schreiben, beten: Herr, offenbare mir dein Wort, zeig mir die Botschaft für diese Zeit, für mich persönlich, für uns als Familie, für uns als Gemeinde. Ich glaube, dass wir eine Erweckung erleben können, wie wir sie bisher in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht erlebt haben, und dass eine solche Erweckung uns tatsächlich vorbereiten wird auf die Wiederkunft Jesu. Wirst du dabei sein? In 5. Mose entdeckst du das Herz Gottes. Gott mit dir. Amen.